decision. Bin ich immer gespannt. Also wir spielen heute. Oh Gott, wie heißt das Spiel? Ich habe es schon wieder vergessen. Syndicate of Souls. Das wird jetzt der erste Eindruck. Oh, der Launcher. Den kann man jetzt nicht einzeln machen, anscheinend. Dann muss ich jetzt immer hier den Screen kleiner machen. Beziehungsweise den immer anpassen. So, also nochmals, wir spielen heute Syndicate of Souls. Es ist ein MOBA, welches sich zurzeit in einer Open Alpha befindet. So, müsste jetzt. Welcome to the deserted stronghold. So, ich gehe Mitte, aber ich weiß absolut nicht, was man kaufen muss. Okay, Ressourcenregelung, wie viel haben wir denn überhaupt? 450. The battle will commence shortly. Nee, das sind in Support Items. Physical Power? Nee, wir brauchen nicht Physical Power, wir brauchen. The battle has begun. Ja, wir nehmen das hier. Control is everything. Das ist ein bisschen zu spät. Warte mal, ich merke gerade, es gibt ein. Warte mal, man kann nicht auf die Karte draufklicken? Doch, kann man. So, was ist das, was sind das für Fähigkeiten, die ich habe? Pro eine Sphäre werfen. Ein Stun. Und jetzt schon Ulti machen? F habe ich auch noch eine Fähigkeit. Egal, ich versuche mich mal aufs Last-Hit zu konzentrieren. My determination is unwavering. Müsste eigentlich ein Attack-Move sein. Oh, hab ich trotzdem bekommen? Doch, 20 Gold habe ich bekommen. Aber irgendwie hat sich das nicht so angefühlt, als ob ich einen Last Hit bekommen habe. Auto-Attack ist aber auch echt weird. Das ist so ein. Machen wir das hier. Scheiße, habe ich einen Minion verpasst. Also vom Teil her sieht das halt eher aus wie ein. Ich würde schon fast sagen, was? 46 Gold? Warum denn 46? Ach du Scheiße, wieder ein Minion verpasst. 15 Gold? Ich bin übelst verwirrt, hä? Warum sind denn das so komische Werte? Weißt du jetzt nicht, was das ist? 15 Gold. 20 Gold her, aber ich mach doch die. Warte mal, habe ich die ganze Zeit keine Last Hits gemacht? Das. Okay. An ally has been executed. Warte mal, wir probieren mal jetzt diesen Last Hit zu machen. 15 Gold, aber minus 13? Was? Warum habe ich denn vorhin 46 bekommen? Also, ich verstehe das gar nicht. 20 Gold.
20 Gold. 20 Gold. Hä? Also wenn ich kein Last Hit mache, kriege ich 15 Gold. Wenn ich ein Last Hit mache, dann kriege ich... Nee, jetzt habe ich auch 15 bekommen. Ich bin übelst verwirrt. Ist das, weil die Minions anders sind? Also habe ich nicht drauf geachtet. Also eigentlich kann ich auch aggressiver gegen den Typen spielen, aber ich will mich mal irgendwie aufs Last Hitten fokussieren. Oh lol, was war das denn? Der ist ja vor allem Range, also eigentlich müsste ich den ohne Probleme fertig machen. An enemy was vanquished. Ja, da kann sich nach Hause verpissen. Der Kollege, und jetzt pushe ich mal rein. Ich weiß nicht, was F ist. Okay, das funktioniert irgendwie auf Minions. Wir machen mal das hier. Oh fuck, habe ich gar keinen Nastu bekommen. Alastu zu bekommen ist echt nicht so schwer. Ich müsste mal back. Das ist eigentlich Schwachsinn. Könnte eigentlich Bot ganken, aber ich glaube, ich hole mir erstmal Items. Und ich würde gern die Kamera. Ich würde sagen, wir holen. Naja, wir holen ein bisschen irgendwas mit Magic Physical hier. Genau, hier Eternal Power. Wie viel haben wir? Wir haben, ich weiß gar nicht, wo. Da ist das Gold. Da 40 Eternal Power. Weil ich werde nicht so ein Problem gegen den haben. Aber ich brauche. Nee, FPS brauchen wir, machen wir ein Hirnlimit rein. Wir müssten V-Sync anmachen und... Oh, die Kamera. Das wäre jetzt natürlich optimal, dass ich... Ah ja, Focus Kamera. Nee, das brauchen wir nicht. Ich weiß es. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Also manchmal mache ich auch... Ein Last Hit und ich krieg trotzdem den Last Hit. Also ich habe ja gerade auch 15 Gold bekommen, wo ich eigentlich 47 Gold. Ich weiß nicht, was mein Teammate da machen will. Also wir kriegen schon wohl. Oh, okay. Aber mein Junge, haben wir viel Damage gemacht. Jesus. Ich habe es, glaube ich, falsch geskillt, aber ich kenne mich mit den ganzen Charakteren noch nicht aus. Das ist jetzt wirklich mein erstes Match. Deswegen werden wir jetzt hier natürlich ein bisschen alles improvisieren. Aha, okay. Okay, jetzt habe ich Last Hits kriegen, ist so komisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich das viel zu spät mache. Weil einfach nur ein Stun. Ja, aber ein Stun lohnt sich eigentlich nicht hoch zu skillen. Ja, jetzt auch Quatsch, dass ich pushe. Oh, komm. Ich weiß ja nicht, was der Kollege macht, also ich werde jetzt einfach noch einmal pushen. Oh, lol. Okay, na gut, die treffen mich ja eh nicht. Oh, okay. Aber sowas wie Flash habe ich ja nicht. Ja, ich bin tot. Nee. Ich weiß gar nicht, was ist das? Dice World, the Light which heals allies. Achso, das ist einfach nicht hier für mich. The light then jumps to another target. Achso, okay, das bringt mir nichts. Basic attacks can target allies to play soothing light. The basic attacks burning light. Also das sind passive einfach. Aber egal, ich habe ein bisschen Gold bekommen, deswegen würde ich sagen, wir holen uns Boot und wir holen uns das hier noch. Was ist mein Passiv überhaupt? Ability Damage against Enemy Retainers. Also Retainer sind hier die Legenden oder halt Helden, wie auch immer. Stack Harvest of 4 times will be consumed. Aha, okay. Das heißt, sobald ich Ability Schaden mache. Aber E habe ich noch gar nicht geskillt, ne? Das ist natürlich auch schlecht. A hostile retainer was eliminated. Ich hab meine E noch. Was macht meine E? Oha. Ja, der Todeslaser, Alter. Holy shit. Wie eine Ulti. Den krieg ich doch. So habe ich diesen Last Hit bekommen. Also ich... Das mit den Last Hits verstehe ich noch nicht so ganz.
Okay, jetzt habe ich die beide nicht bekommen. Komisch. Also die Auto-Tags, das sollten die auf jeden Fall anders machen. Weil ich finde, ein Auto-Tag bei einem Range-Champion, du musst sehen, dass die Auto-Tag geflogen bekommt. Und hier ist es einfach so eine... Wie kann man das sagen? Das ist wie so ein... Wie als ob so eine Seele droppt, sag ich mal, von oben. So sieht die Auto-Attack hier aus. Hä? Was machst du denn? Hä? Okay. Mein eigener Teammate zieht mich einfach ran. Ohne Grund. Aber danke für nichts. So ein Schwachsinn. So ein Quatsch aber auch. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal... Ich habe jetzt ein bisschen reingepusht. Ich werde einfach mal Botlane ganken probieren. Oh, das ist nicht gut. Das habe ich ganz vergessen. Weil der Drache, der läuft hier rum. Deswegen muss man hier übelst aufpassen. Ich weiß nicht, wollen wir hier was machen, Jungs? Oder? Naja, anscheinend wollen die Jungs nichts machen. Aber es war auch ein beschissener Gank. Muss man fairerweise zugeben. Also der Drache roamt hier im Jungle, deswegen muss man hier ein bisschen aufpassen. Oh, sehr gut. Ich kann von hinten vielleicht ein bisschen was anrichten, aber ich habe jetzt nicht so einen krassen Schaden, glaube ich, oder? Ah, fuck. Gar nicht getroffen. Jesus, was macht denn der für einen Schaden? Das ist ein Assassin, ne? Ja. An ally was defeated. Was scheiße, ist das schon so getötet oder was? Ah, fuck, ich hab wieder falsch geskillt. Warte mal, welcher? Das ist. Der steht schon 5-1, Alter, okay. Aber der ist nur. Der ist nur Level. Nee, der ist Level 10. Der ist ein Level über mir sogar, der Jungle. Also, es gibt ja hier keinen Jungle. Das heißt, es gibt zwei Leute Botlane, zwei Toplane. Und der Jungle ist nur dafür da, dass man extra Gold bekommt. Also du musst hier... Also es gibt aktiv keine Jungle-Rolle. Sondern du gehst einfach in den Jungle rein, um halt extra Bonus-Gold zu kriegen. Oder es gibt auch einen Buff. Das heißt, hier gibt es genauso ein Baron und ein Drake. Gibt es ja auch. Den Drake haben wir ja vorhin gesehen. Das ist der hier. Es gibt der, der gibt, glaube ich, auch... Wie heißt das hier? Eternal Power. Also, anstatt Ability Power heißt es halt Eternal Power. An ally has fallen. So, und jetzt ist die Frage, was wir aus dem hier alles machen. Nee, das machen wir nicht. Nee, wie viel haben wir jetzt? Wir haben nur 500. Also wir können hier nichts Großartiges. Naja, das können wir später verkaufen. Können wir denn noch? Wir können das hier. Das kostet 1200. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach auf die Lane. I know his wisdom. An ally has fallen. Mark my words. Behold. Darkness. Wie viel habe ich? Ich habe 71 Last Hits. Toplane Mist anscheinend? Nee, Toplane ist wieder da. Darkness.
vanquished. The secrets of soul binding. So, ich bräuchte eigentlich Mana, Alter, oder Mana-Generation, merke ich gerade. Also, ja, echt heftig. Ich mache hier eine Combo. Also, was heißt eine Combo? Alle meine Fähigkeiten einmal und das war's. Bin ich durch. Junge, dein Typ ist einfach drauf bleiben. Ja, mit dem Push schaffen wir den Turret nicht. Nee. Mit dem nächsten Push dann. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Lane, die Wave noch. Also eigentlich müsste ich jetzt schon weg, aber ich müsste jetzt mal gleich gucken. Weil das Ding ist, der Typ, was er in den Chat geschrieben hat, man hat hier halt nicht nur einen Helden, sondern man nimmt am Anfang anscheinend irgendeine Waffe in die Hand. Also es gibt einmal die, oh Gott, wie heißen die? Ich hab schon wieder vergessen. Retainer oder sowas? Und dann gibt es halt die Vessels. Und ich hab nicht ganz verstanden, was davon jetzt die Vessel sind. Also, Legendary. Das ist jetzt halt die Frage. Also ich habe auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Hier, Base. Ist das die Vessel am Anfang? Nee, ich glaube, das ist bevor das Match anfängt. Aber ich brauche da Resource Regeneration, das brauche ich. An enemy tower has been destroyed. Ja, wir nehmen das hier. Ja, only fools would an enemy was vanquished. Was ich. Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, nämlich die Ulti, also in Anführungsstrichen ist keine wirkliche Ulti, sondern die R-Fähigkeit und die F-Fähigkeit, die bestimmt. Das ist meine Waffe, aber ich weiß nicht, wann ich die hätte auswählen sollen. Ich glaube, im Champ Select hätte ich die Waffe auswählen sollen. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Support-Fähigkeiten. Weil ich habe ja hier ein Heal und dann habe ich hier, naja, ein Blind. Ich weiß jetzt nicht genau, was ein Blind jetzt in dem Spiel macht. Aber auf jeden Fall habe ich die falsche Waffe genommen. Deswegen hat der Typ halt geschrieben, wie geht's dir bitte? Aber wie ihr seht, ich habe ja hier 81 Minions getötet und unser Bester hat 90 und 91 getötet. Das heißt, wir sind ja eigentlich sehr gut dabei. Behold! We must revive the wisdom of the old lords at any cost. A bow has been terminated. Das heißt, ihr habt mit jedem Champion sozusagen eigentlich nur drei Fähigkeiten. Und die anderen zwei Fähigkeiten kriegt ihr halt dadurch, wenn ihr im Champ Select, also gehe ich mal stark davon aus, dass im Champ Select eine Waffe auswählt. Controls everything. Shut down. Also ich habe jetzt anscheinend auch einen Dot, aber eigentlich, das müsste das hier sein. Genau. Aber ich dachte, das sind nur Fähigkeiten. Aber es ist anscheinend auch, wenn ich magische Auto-Attacks mache. Und ich habe ja magische Auto-Attacks. Ja, ich habe so einen krassen Schaden. Obwohl ich, wie gesagt, eigentlich zwei Fähigkeiten habe. Wer sagt das? Weiß nicht, wer das von denen sagt. Kartoffel. Was der, gegen den ich spiele? Nee, keine Ahnung. Nee, das ist der da unten. Glaube ich. Nee, der hier ist unten. Ich spiele gegen. Gott, gegen wen von denen spiele ich denn? Warum kommt er jetzt her und steht mir jetzt the body may double kill. The soul lives on.
behold. My determination is unwavering. Gegner sind richtig mad. Killing spree. The squabbles of the Rampage. Empires matter little. Das wäre ich der Gegner, den ich spiele. The dragon has been slain. Unbeatable. Ah, wenn ich das Ding zerstöre, kriege ich anscheinend irgendeinen Buff. An ally has scored a double kill. Ah. Triple kill. Ja, der Typ, der... Wie, was hat er? 16 Kills? Alles klar. Aber ich muss sagen, für eine Alpha fühlt sich das eigentlich echt schon ganz nice an. Also es laggt nicht, man hat 16 MS, der PS droppt gar nicht. Also das fühlt sich eigentlich schon ganz cool an. Das ist halt eine kranke Fähigkeit, also what the fuck. Einfach ein Strahl, der irgendwie 10 Kilometer Reichweite hat. Ja, ich brauche mich mal weg. 3000 Gold. Was kaufen wir jetzt? Das ist die Frage. So, was haben wir hier? Also ich mache jetzt nichts mit einer aktiven Fähigkeit, sondern ich würde irgendwas mit passiven nehmen, dass ich das nicht extra aktivieren muss. Okay, das ist ganz cool. Was haben wir? Haben wir vielleicht noch was Teures? Hier das hier. An ally has fallen. Stolen Power, the basic attack. Increase by 60, okay. Das haben wir ja schon, dann was ist das? Eine Rage brauchen wir nicht. Mythical! Double kill. Okay, nehmen wir. Hä? Wie kann ich das nicht kaufen? Ah, jetzt 2100. All of you. Ja, aber es ist halt wie in jedem MOBA, also die Leute, entweder es gibt halt Leute wie den Typen, der halt hier gefühlt in Anführungsstrichen reinsmirft, weil er schon 10.000 MOBAs gespielt hat, aber ich habe ja auch eigentlich auch genug MOBA-Erfahrung, um hier normal spielen zu können, ohne dass ich komplett zerstört werde. Aber man muss hier mal reinziehen, ich habe 110 Minions getötet und ich habe echt beschissen gefarmt. Ich habe mal abgesehen, dass das jetzt mein erstes, wirklich allererstes Match ist. Also ich habe vorher kein Match gespielt. Und ich habe auch noch die falsche Waffe genommen. Das heißt, eigentlich habe ich 2 Support-Fähigkeiten. Und dann gucken wir uns mal die Gegner an. 69 Minions, 25 Minions, 28 Minions, 60 Minions und 65. Also der beste von denen hat gerade mal die Hälfte Minions von mir getötet. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt übelst getryhardet habe oder was auch immer. Aber wie gesagt, ich habe so viele MOBAs seit LOL, sage ich jetzt mal. Also nicht seit LOL, aber seit die so 2010er Jahre. Ich habe so viele MOBAs gespielt und das ist in der Alpha, also in der Anfangsphase von einem MOBA, was noch nicht draußen ist und was unbekannt ist. Ist das echt normal? Weil es ist immer so ein. Entweder, wie gesagt, gibt es halt solche Typen, die halt gefühlt jedes Match einfach komplett dominieren. Oder es gibt halt komplett unerfahrene Leute, die gefühlt noch nie ein MOBA gespielt haben. Weil denen, keine Ahnung, weil denen vielleicht LOL oder Dota nicht gefallen, aus irgendwelchen Gründen.
Und dann fangen sie an, aus mir auch aus unerklärlichen Gründen dann ein MOBA anzufangen, was halt zum Beispiel in der Alpha ist. Also deswegen sieht das jetzt hier auch so aus, ganz ehrlich. Also ich bin Level 16, der höchste von Gegnern ist Level 13. Und das ist derjenige, der am wenigsten Farm hat. Also keine Ahnung, was die machen. Ui, oh, was ist das denn für eine Fähigkeit? Aua! Jesus Christ. Okay, Alter, der hat mich einfach zu sich gezogen. Ja, da habe ich anscheinend meine Fresse zu weit aufgemacht. An enemy pylon has been demolished. You have destroyed an enemy pylon. The enemy lost a pylon. An enemy tower has been destroyed. An enemy tower has been destroyed. Ja gut, das war's von, beziehungsweise das war mein erstes Match mit Syndicate of Souls. Ich wollte gerade Souls Dice Arena sagen. Das ist ein ganz altes MOBA, was ich auch mal gespielt habe. Nee, Syndicate of Souls heißt das MOBA und ist wie gesagt zurzeit in der, also seit dem 5. September ist es in der Open Alpha. Könnt ihr euch mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Ja, bis jetzt habe ich so das Gefühl, das könnte so ein Old School League werden. Also Old School League of Legends. Das heißt, wenn ihr League of Legends ganz am Anfang gespielt habt, wisst ihr, dass sich das ungefähr genauso angefühlt hat. Ich kann euch jetzt mal auch die Dings zeigen, die vor allem den Launcher mal zeigen, wie der bisher in dieser Alpha aussieht. Also wirklich sehr, sehr runtergebrochen, so wie auch, sag ich mal, LOL früher aussah in den 2010ern. Ihr habt hier einfach hier Closed Alpha. Ich verstehe jetzt nicht genau, warum Closed Alpha. Eigentlich ist das eine Open Alpha, weil ich habe mich nirgendwo angemeldet, sondern ich habe einfach auf ihrer Website das downgeloadet. Könnt ihr dann in der Videobeschreibung sehen. Die haben auch einen Discord, wo man Spieler finden kann. Ich habe auf dem EU-Server, also wenn man jetzt in den Lobby geht, kann man hier rechts oben NA oder EU auswählen. Oder man wählt beides aus. Ich habe jetzt auf dem EU-Server gespielt und ich habe knapp 5 Minuten gebraucht, um ein Match zu finden. Also es sind nicht viele Spieler, logischerweise. Ich gehe mal stark von aus, in Amerika sind sehr viel mehr Spieler. Kann man uns mal das Papier angucken. Die haben hier schon eine Match-History. Dann haben wir hier Stats. Ihr habt tatsächlich ein MMR-Rating schon, jetzt auch in der Alpha. Ihr habt drei verschiedene Maps tatsächlich. Das wusste ich nicht. Ich dachte, es gibt nur zwei. Das heißt, wenn man hier in die Lobby geht, könnt ihr einmal 5 gegen 5 Blind Pick spielen. 3 gegen 3, das ist so ähnlich wie Twisted Treelines. Twisted Treelines in League of Legends, was es ja nicht mehr gibt. Und dann gibt es noch das 1 gegen 1. Und anscheinend auch ein 3 gegen 3 Co-op versus AI. Das heißt, ihr spielt zusammen mit Teammates gegen halt KI-Gegner. Ich habe ja jetzt 5 gegen 5 gespielt, 3 gegen 3 würde ich jetzt auch noch ausprobieren. Aber auf jeden Fall nicht in diesem Video. Ich will es ja nicht lang machen. Hier seht ihr die ganzen Helden, die es bisher gibt. Es gibt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anscheinend. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Also es gibt 14 Helden. Ihr seht ja hier, man steht ja auch da, welcher was ist. Das heißt Support, Bruiser, Mage, Tank, Carry gibt es. Und das war's bisher, ja. Und es gibt halt Support Healer, das heißt die hier Nature's zum Beispiel. Und es gibt Support, der einfach nur CC hat. Also Crowd Control, Slows, Stunts und was auch immer. Von den Rollen her habt ihr ja gesehen, es gibt, das habe ich auch vorhin, glaube ich, gesagt, es gibt keinen wirklichen Jungle.
sondern Jungle ist wirklich nur dafür da, stimmt, das habe ich schon erwähnt, aber ist egal. Jungle ist wirklich nur dafür da, um extra Gold zu kriegen oder Buffs vom Drake oder Baron, aber die heißen hier anders. Also Drake heißt Drake, soweit ich weiß, aber Baron heißt irgendwie, das ist so eine Hydra, soweit ich noch weiß. Also so eine Wasserhydra. Genau, das sind hier diese Vessels, aber ich wusste nicht, ich habe nicht verstanden, wann man die auswählt. Genau, also das sind die Waffen sozusagen, die auswählt. Und ich hatte, glaube ich, ja, warte, das hier, ne? Genau. Das heißt, ihr habt hier einmal zwei Passive, glaube ich, kriegt ihr. Genau, das heißt, ich hatte hier Lana's Basic Stack, can target allies to apply soothing light, restoring 80 health for 4 seconds. Genau, das heißt, wenn ihr halt irgendwelche Fähigkeiten auf Teammates macht, kriegen die halt zusätzlich mehr Leben dazu. Oder? Basic Attacks can target allies. Ach nee, ihr könnt mit euren Auto-Angriffen. Könnt ihr eure Teammates heilen, dann habt ihr Basic Attacks apply Burning Light. Das macht Schaden, das heißt, auf Gegner macht es Schaden. Und dann hatten wir diesen komischen Blind. Ich weiß jetzt nicht genau, was ein Blind ist in dem Spiel. Kannst du dann Fähigkeiten nicht machen? Also ist das wie ein Silence vielleicht? Ich weiß es nicht. Und dann hatten wir halt nochmal einmal diesen Heal. Was leaves behind soothing light when they next receive damage or healing? Then light. Ach so, nee, soothing light, was ist das denn? Ah, komisch. Naja, egal. Wie gesagt, das sind diese ganzen Waffen. Das heißt, ihr kriegt mit jeder Waffe kriegt ihr zwei passive und zwei aktive Fähigkeiten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept, dass ihr halt, dass jeder Held drei Fähigkeiten hat und insgesamt dann natürlich fünf Fähigkeiten. Also, hier warte mal, Q, W, E, R, na klar, und T, genau. Das heißt, ihr habt nicht vier Fähigkeiten wie bei LoL, sondern ihr habt fünf, aber ihr habt hier keine Summoner Spells. Das heißt, ihr habt ja nicht noch D und F für Flash und Ignite zum Beispiel wie bei League of Legends, das habt ihr gar nicht. Sondern ihr kriegt dann einfach noch zwei Passive dazu bei den Waffen. Das ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Konzept. Und hier könnt ihr halt ganzen Items angucken. Das sind jetzt auch nicht so krass viele. Was gibt's hier? Ach genau, und ihr habt einen sehr schönen alten Talentbaum wie damals in League of Legends. Das heißt, ihr könnt insgesamt 10 Punkte verteilen. Aber ihr könnt in einem Talentbaum nur insgesamt 7 Punkte verteilen. Das heißt, ihr könnt euch halt vorher ganz normal hier neue Pages machen. Wie viel? Ach, ja, sogar 20 bestimmt. Und Gott, noch mehr. Es gibt ja nicht mehr so viel. Jesus, ich könnte euch 30 ohne Problem 30 neue Seiten machen. Und dann halt zu jedem Helden eine Seite, theoretisch. Aber das war ja das Geile an den alten LoL-Talenten, dass ihr wirklich jedes Match das anpassen konntet, je nachdem, gegen wen ihr spielt. Ich wette, das kann man dann auch später. Und was richtig geil ist, obwohl das eine Alpha ist, könnt direkt Talente schon importieren. Das heißt, ihr könnt hier die exportieren, also Copy to Clipboard. Und dann könnt ihr das hier so reinsetzen. Und das ist der Code sozusagen, den ihr dann hier reinsetzen könnt. Und indem ihr halt von anderen Spielern zum Beispiel die Talente abkopieren könnt. Aber das sind ja theoretisch nur 10. Das heißt, aber ist am Anfang trotzdem schon ganz cool, dass es da ist. Inventar weiß ich gar nicht, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Die ganzen Helden. Okay, das sind die Vessels. Ah, okay, es gibt noch Icons, die ihr auswählen könnt. Da könnt ihr aber in der Alpha müsst ihr nichts freischalten, sondern ihr habt hier ganz normal Icons, die ihr auswählen könnt. Beliebig. Und später gibt es natürlich dann auch Retainer-Skins und Vessel-Skins, wo ich... Die Vessel sind ja diese Waffen, aber ich weiß nicht, warum sollte man für die Waffen-Skins... Ah, stimmt, die Waffe trägt man ja auch in der Hand. Stimmt, das ist eigentlich auch ganz cool. Das heißt, vielleicht kann man dann halt statt einem Buch, was ich ja vorhin getragen habe, oder hier einem Schwert, dann zum Beispiel statt einem Buch irgendwie irgendwas anderes in der Hand haben. Also ja, auf jeden Fall interessantes Konzept und ja, das war es erstmal von mir. Reicht mit Quatschen. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken und reingehauen mit Syndicate of Souls.